blub, 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 blub. Die Fische feiern Fete und das ist ganz famos. Woo! Hallo, herzlich willkommen bei God of War 2. Hallo und herzlich willkommen hier bei God of War 2. Was willst du denn jetzt von mir? Ich wollte dir unser Spiel ansagen. Achso, hat man mich nicht verstanden? Ich weiß nicht so genau, ich habe die Aufnahme noch nicht gehört. Ja, wie man sieht, man kann hier sehr viel machen und wir müssen jetzt, glaube ich, tauchen. Letztes Mal hier stehen geblieben, wir haben jetzt gerade wieder von den Pferden zurückgekehrt. Wir müssen jetzt, glaube ich, diese Leiche besorgen, damit das überhaupt alles funktioniert. Aber sieht so aus, als ob wir auch wieder rauskommen, ne? Auf der anderen Seite da. Ja, genau. Die Frage ist, wofür haben wir diesen Hebel betätigt? Hat das irgendwas gebracht? Naja, ich werde mal tauchen gehen. Hast du überhaupt einen Tauchschein? Ne, ich bin der Rebell hier und so. Schwimmst du etwa gegen den Strom? Ja, ja, er war ganz toll, der Sprung. Oh. Du musst ja den Kosmonautenstuhl einnehmen. Ja, wie ging der denn nochmal? So, ne? Batz! Zack. Boah. Huch! Mein Gott. Hey. Könnte meinen, dass es im ersten Teil nicht so lange ging, ne? Nee, das war extrem lange. Ich erinnere mich da an diese eine Stelle. Hast du gesehen? Wie ich da rausgehüpft bin wie so ein Delfin? Das will ich nochmal machen. Oh, schön, ne? Free Willy. Ist denn sonst noch was? Siehst du da etwa Risse? Nein. R1. Warum leuchtet das so schön? Ich will nicht, dass es leuchtet. Sie haben das Moiren-Amulett erhalten. Was tue ich damit? L1 halten und R1 drücken, um mit den Amulett die Zeit zu bremsen. Ah. Oh, okay. Die Statue der Moiren leuchtet, sobald sie in Reichweite sind. Die gelbe Anzeige zeigt an, wie viel Ladung sie noch haben. Nach 1000 Schuss ist Schluss. Ne? Ist gleich die Zeit hier? Ah, ich weiß schon wofür, aber soll ich es jetzt hier schon machen? Ich muss zurücktauchen erst, ne? Ja, das heißt ja nichts davon. Ja, kann ja sein, dass hier irgendein Special dann kommt. Aber glaube ich nicht dran. Gerade. Muss jetzt. Nee. Hä? Du musst ja so tauchen und. Hier bin ich richtig, glaube ich. Hui! Ein Amulett der Schicksalsgöttinnen lässt dich rasch durch die Zeit bewegen, während alles um dich langsamer wird. Okay. Okay. Also drauf. Auf den Knopf. Und dann schnell L1, R1, ne? Ja, erstmal warten. Ich meine, ist ja. Solange ich hier draufstehe, ist ja alles gut, ne? Und dann gehen die wieder runter. Ah, ist klar. Okay. Ja, soll ich mir erstmal die Kiste jetzt da holen? Ja, würde ich eindeutig sagen, ne? Ja, ich probiere das mal erstmal aus, wie das jetzt hier läuft. Ach du Scheiße. Okay, okay. Ja, läuft doch. Klappt gut, oder? Ja, ist cool. Und ein Auge. Freust du dich mal, bitte? Was? Ein Auge. Wir haben ein Auge gefunden. Mann. Ja, ich freue mich. Gut. Hört man das nicht? Brauchen wir die Leiche gar nicht, ne? Ne. Ja, völlig. Aber ich frage mich, warum man den Hebel da jetzt gezogen hat. Frage ich mich auch. Vielleicht damit das Licht da durchkommt? Ja, stimmt. Das sind ganz, ganz, ganz viele. Aber das sind Scheiben, die das magische Licht aufhalten. Eine andere Erklärung habe ich nicht, muss ich sagen. Ja, das wäre die logisch-unlogischste Erklärung, die ich hätte. Die unlogischste, logischste? Na gut, ich werde mal jetzt hier hoch, ne? Vielleicht ergibt sich das ja noch. Das war cool. Das gefällt mir. Wie im Absinthrausch, wa? Den schlappen Applaus gebe ich von mal zurück von gerade. Den werden wir uns, glaube ich, noch oft hin und her geben. Auf jeden Fall hast du jetzt den Applaus mit dir. Wandert er immer? Ja, irgendwie schon.
Okay. Da hast du schon Angst gehabt, oder? Ja, man war mal nervös. Dachte, wenn wir jetzt hier sitzen, hinhauen, ne, dann... Hast du dein Hobby verfehlt? Ach, guck mal, ist auch noch... Ach, deswegen das Licht. Ich verstehe. Komm runter. Dann trägt sie mich nach oben. In ihre Wogen. Ja, ist ja alles verhüllt. Auf geht's. Na? Ja, ach, läuft. Locker. Läuft. Dacht schon. Huch. Ich bin dein Sohn. Mutti. Ich bin im Internet. Ach, guck mal. Höre, gefallener Gott. Niemand entgeht dem Urteil der Mäurinnen. So ist es bestimmt. Nur der Tod erwarte dich am Ziel deiner Reise. Mein Tod stand am Anfang dieser Reise. Die Mäuren halten keinen Sieg für dich bereit. Deine Seele findet niemals Frieden, denn das ist dein Lohn. Ich bin, was die Götter mich machten. Boah. Der ist schon ein bisschen enraged, oder? Der will keinen Bock mehr. Hat die einfach geköpft. Ja. Coole Sache. Kann ich hier noch irgendwas machen? Ich kann sagen, hau mal einfach noch mal ein bisschen drauf. Ach, cool. Das war sogar so geplant. Was? Hab jetzt nicht mitgerechnet. Wieso rennst du zurück? Du musst doch wieder hier hoch. Und? Hä? Ja, wie soll ich denn hier hochkommen sonst? Oh, nicht. So geht das jetzt von alleine hoch. Die Intention war doch, dass du mit dem Knopf drücken, dass die runtergegangen sind. Ja, aber muss ich jetzt den Knopf nicht drücken vielleicht, um das... Weil, es passiert ja nichts. Ah, ne, ich komme hier so hoch, okay. Gut, deshalb habe ich nichts gesagt. Der Knopf dürfte doch reingedrückt sein jetzt, oder nicht? Oder ach, was weiß ich. Ja, ich hab nur umgedacht, dass er vielleicht jetzt irgendwie, trotzdem muss man ihn drücken, damit das wieder hochgeht dann. Weißt du? Damit der Kopf wieder da drauf geht. Ja. Und eine Feder noch. Mensch. Ich freue mich. Ja, wir haben relativ viel eingesammelt, oder? Ja, hier gab es echt was zu holen. Hier einfach runter? Oder da rechts, guck mal, da rechts vielleicht drauf? Ah, nee. Schade. Oh nein. Du kannst ja jetzt bestimmt die Zeit anhalten, oder? Oh ja. Oh, die bewegen sich aber trotzdem. Aber. Sehr langsam. Das bringt es aber trotzdem nicht so bei den Viechern. Finde ich. Aber den haben wir ja schon Bekanntschaft gemacht, ne? Die waren ja deine Lieblinge, oder? Ja, das waren meine absoluten Lieblinge. Haben wir bei denen nicht immer die Versteinerung angewandt? Ja, das war echt gut bei denen. Weil wenn da 2 oder 3 oder 3 oder 4 auf einmal kommen, ist das schon sehr nervig, wenn die ganze Zeit im Boden rumwuseln. Ja. Ich hasse die. Wie viel halten die denn aus? Und dann stecken die noch richtig ein. Aber echt, ne? Ey, das gibt's doch nicht. Kann sagen, weich doch aus. Ja, ich mach lieber das nochmal. Ja, das lädt sich einfach eh von alleine auf. Ja. Den hättest du vielleicht auch packen können jetzt in der Situation. So? Ja. Wenn ihr einfach einen von Latz hauen könnt. Zack! Ist auch ganz gut eigentlich bei denen, ne? Ja, das klappt sehr gut. Ja, geil. Ja, der ist tot. Zack! Zack! Oh, kann man mehr. Der ist auch tot. Oh, was fliegt denn da? Was? Muss in Ruhe angucken. Und was? Sternschauerhagel. Boah, ich. Das Problem ist bei den Grünen, da sieht man alles nicht mehr so gut. Mein Gott. Ich glaube, das geht nicht gut aus. Ah, warte mal ab. Deine Leben? Ja, okay. Vielleicht hast du recht. Ich glaube, du stirbst. Ja. Boah, ich hab... Wie, kann das sein, dass die aber mehr einstecken als im vorigen Teil? Kommt mir sehr so vor. Kann ich dir nicht sagen.
Ja. Dann mach ich das nochmal, ne? Mir ja nichts anderes übrig. Du musst doch einfach öfter diesen Zeitstopper nehmen. Sobald er wieder voll ist, machen und fertig. Ja. Nur Schaden und sowas krieg ich ja trotzdem, ich mache trotzdem weiter. Du hast wesentlich mehr Zeit zum Ausweichen. Ja. Ich bin nicht so der Ausweichtyp. Oder Blocktyp. Ja. Können wir schon wieder unsere Klingen aufrüsten, zufällig? Soll ich mal gucken? Ja, guck mal an. Ja, komm, das bringst du auch schon. Huch! Das ging jetzt aber flott. Ja, echt, ne? Ah, Turbo-Modus. Das hat mal ewig gedauert. Ja. Erhöhter Schaden. Ah, Zyklop-Chaos. Zyklop-Chaos. Geist des Herkules. Ja, cool. Schön. Freue ich mir. Vielleicht gehen jetzt auch schneller. Da ist er. Ja. Jetzt könnte er herkommen. Das sieht immer noch so aus, als könnte man nach rechts drauf. Kommen Sie her. Direkt Zeit stoppen und. Den? Ja, und nochmal und nochmal. Mach mal so. Das bringt's ja auch. Also ist eigentlich ganz chillig. Ja, ebenso. Guck mal hinter dir. Hinter dir abpassen. Ja. Ja. Oh. Dann komm direkt hier. Du bist ja nicht in Reichweite von dem. Ja, ich hab's gemerkt. Mach das doch mal. Ja, in dem eigenen Tempel. Direkt nochmal. Und schön reingelaufen. Ja, ich vertue mich auch immer. Ich denke immer, ich bin dann unsterblich, aber das ist ja nicht so. Zack. Die halten aber auch aus, ey. Guck mal, wie oft ich das schon gemacht habe, ne? Oder? Ja gut, aber das macht scheinbar nicht so viel Schaden, ne? Ja. 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 Da haben wir auf jeden Fall schon mal einen. Weil das so weitergeht hier. Dann darfst du das nochmal machen. Ja. Ja, das würde ich jetzt nicht machen. Hau lieber drauf. Mal vor, als ob ich die überhaupt nicht treffe. Ja, weil du hast keinen Counter während diesem Modus, aber das ist ja nicht schlimm. Du siehst ja, dass da Blut fließt und so diese grünen Dinger fliegen und weiß der Geier. Ach ja. Ja, also. Man merkt, ich find's eine doofe Stelle, muss ich sagen. Die nervt mich richtig an. Oh. Man merkt auch, God of War ist relativ schwierig zu kommentieren jetzt an dieser Stelle. Ja. Es passiert nicht großartig was. Man rennt da im Kreis und drückt einfach immer wieder dieselben Knöpfe. Und ja, es ist halt irgendwie relativ, ich sag mal relativ eintönig. Ich meine, es passiert schon extrem viel. Ja. Während des Spiels. Oh, guck mal, der Kopf, der Appe-Kopf, der redet noch. Wirkt ja in den Mund. Hm? Das ist ja witzig. Ich bin gerade ziemlich am Limit hier. Muss Leben, ich ja sagen. Leben am Limit. Ich muss gerade sagen, lauf nicht in die Klingen rein. Ja, hab ich auch gemerkt. Jetzt guck lieber, wo er ist. Ja. Zack, hoffentlich war er der Letzte. Da hab ich ja ganz knapp noch geregelt. Was? War's das? Gott sei Dank. Meine Hassgegner.
Du willst hier sterben, Kratos. Ja. Er ist ja fast schon die Prophezeiung erfüllt. Ja. Meine Güte. Entschuldigt, wenn ich mich vielleicht dumm angestellt habe. Habe ich ja auch. Aber, es ist ein, ich weiß nicht. Gut. Ist nicht so deins vielleicht. Nein, ist auch nicht. Ist es auch echt nicht. Aber ich habe trotzdem Spaß dran. Die sauer, ne? Ja, du hast ja den Kopf abgeschlagen. Mein Schicksal ist aber geil. Hau da ein bisschen zu da. So. Weiche. Kannst du da irgendwo rechts oder links die Wände hoch vielleicht? Da? In diesen. Na? Auf der anderen Seite hast du auch so Einbuchtungen. Ja, ich guck erstmal hier. Da diese ja, ja. Diese Wand vielleicht. Mhm. Hier meinst du, ne? Hier ist auch so ein. Na, glaub nicht. Schade. Ja. Ich meine, wir haben zwar schon relativ viel gefunden, aber. Ja, man will ja alles haben. Eben, man möchte alles mitnehmen, was geht. Gut, dann kannst du nächstes Mal den Ring ins Feuer schmeißen. Jawohl. Ne? Ja, werde ich meinen Elbenumhang aufziehen. Und werde ich mich da umsonst. Umsonst. Umsonst? Unsichtbar. Umsonst unsichtbar sonnen. Ja, und reinschleichen. Ja, irgendwie sowas. Genau. Ja, bis zum nächsten Mal. Wiedersehen.